Wer bist du? Ja, ich bin Moritz Heuberger. Ich bin der Bundessprecher der Grünen Jugend, das ist quasi der Sprecher des Bundesvorstands. Warum bist du bei der Grünen Jugend? Ich bin vor 8 Jahren zu den Grünen und zur Grünen Jugend gekommen. Das war bei der vorletzten Bundestagswahl. Und da hatte ich eben schon immer, also ich war schon immer politisch sehr interessiert und fand, dass die Grünen von allen Parteien am ehesten Antworten auf Zukunftsthemen haben, am ehesten sich mit mehr beschäftigen als nur dem eigenen Vorgarten und einfach gute Antworten auf die Probleme haben und auch einen guten Ansatz haben, hinter Probleme zu setzen, gerade was Umweltproblematik angeht, aber auch die Verknüpfung mit sozialen Fragen. Und das fand ich sehr cool und habe dann über die Jahre da reingefunden. Was macht die Grüne Jugend bei den Grünen? Unsere Aufgabe als Grüne Jugend sind eigentlich drei verschiedene Sachen. Zum einen ist unsere Aufgabe, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen, also dass wir für unsere Themen Öffentlichkeit schaffen, dass wir die nach außen tragen, sowohl im Social Media als auch in der Presse, als auch auf der Straße. Eine zweite Funktion, die wir haben, ist politisch zu mobilisieren, Leute zu mobilisieren. Dazu gehört zum einen eben Leute auf Demos zu bekommen, Leute für den begeistern, für politische Inhalte zu begeistern und dann eben dazu auch zu arbeiten. Und dritte Aufgabe ist Bildungsarbeit, was wir auch viel machen, also Workshops anbieten, Seminare anbieten zu verschiedenen Themen, die wir als Grüne Jugend behandeln. Und genau, die drei Sachen eigentlich. Wie sieht ein typisches Mitglied der Grünen aus? Das ist ganz unterschiedlich. Also klar gibt es so typischere, untypischere Mitglieder. Die typischsten Leute jetzt bei uns bei der Grünen Jugend sind unter 28, weil wir ein sehr junger Verband sind. Bei uns ist 28 schon die Altersgrenze. Da sind Leute dabei, sind Schülerinnen, sind 14, 15, aber die meisten sind so Anfang 20. Und was die Leute so bewegt, ist oft unterschiedlich, aber man hat einen gemeinsamen Kern. Also dadurch, dass wir eine Partei sind, die auch aus verschiedenen Bewegungen entstanden ist, also zum Beispiel aus der Frauenbewegung, gibt es Leute, die haben einen sehr starken feministischen Fokus, emanzipatorischen Fokus, die sagen, okay, ich will gleiche Rechte für alle Menschen haben, aus der queeren Bewegung mit ähnlichen Ansätzen. Aber es gibt auch Leute, die typische Ökos sind, ja? Also die vegan essen, die einen nachhaltigen Lebensstil haben, die nicht in Urlaub fliegen und die halt was für die Umwelt tun wollen, wo die sich politisch dafür einsetzen wollen. Und dann gibt es wieder andere Leute, die zum Beispiel total netzpolitisch engagiert sind, die man halt sich eher als so den typischen Nerd vorstellt, die auch bei uns sind, die dann eben so Datenschutzthemen machen. Also es gibt ganz verschiedene Leute, aber was die alle zusammenhält, ist so die Idee von einer Veränderung. Also die sind alle eigentlich unzufrieden mit der Welt, wie sie heute ist, und wollen für eine bessere Welt kämpfen. Und das ist so ein bisschen die Klammer. Die drei wichtigsten Themen der Grünen. Also wir haben gerade als Grüne Jugend eine eigene Kampagne zur Bundestagswahl. Die Kampagne heißt Weltende. Und da haben wir drei Themenschwerpunkte. Der eine Themenschwerpunkt ist unsere Stadt ein Wohnzimmer. Da kämpfen wir eben für mehr Freiräume in der Stadt, dafür, dass die Stadt allen gehört, dass alle Zugang haben zum öffentlichen Leben, also dass die Jugendzentren nicht geschlossen werden, dass Bolzplätze nicht zugemacht werden, dass es mehr Parks gibt statt Parkplätze, aber auch, dass Menschen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr haben, der oft viel Geld kostet und wir hätten den gerne kostenlos. Ein anderer Schwerpunkt, den wir haben in unserer Kampagne, ist Lebe wie du willst. Das ist so ein zweiter Fokus, wo wir halt vor allem schauen wollen, dass alle Menschen, egal wo sie herkommen, egal wie sie aussehen, egal wie sie rumlaufen, wie sie sich anziehen, einfach so leben können, wie sie wollen und sich nicht irgendwie dafür rechtfertigen müssen. Also ein typisches Beispiel ist Hotpants-Verbot in Schulen, wo dann irgendwie Lehrerinnen sagen, ey Mädel, zieh dich mal richtig an, sonst gucken die alle Jungs hinterher, wo wir sagen, das Problem liegt nicht bei der Bekleidung des Mädels, sondern das Problem liegt bei denen, die irgendwie hinterhergaffen oder dumme Sprüche bringen. Und ein drittes Ding, was uns gerade stark beschäftigt, ist die Klimakrise, was offensichtlich ist bei der Grünen Jugend, wo wir sagen, okay, also wir leben aktuell auf Kosten von nicht nur künftiger Generationen, sondern auf Kosten von Menschen in anderen Teilen der Welt. Und das kann nicht so weitergehen. Dazu muss
massiv gehandelt werden, Kohleausstieg sofort gemacht werden, wir brauchen 100% Erneuerbare und der Verbrennungsmotor muss abgeschaltet werden. Und da kämpfen wir halt dafür, dass wir sagen, wir sind die letzte Generation, die die Möglichkeit hat, noch überhaupt was zu verändern. Und deswegen müssen wir was tun, da haben wir eine Verantwortung. Sind die Grünen von Fake News betroffen? Ja, also wir sind da als Partei davon betroffen, also die Grünen, aber auch wir als Grüne Jugend immer wieder. Und man merkt, dass sich da was verändert hat. Ein persönliches Beispiel, ich hatte vor einem halben Jahr eine Anfrage zum Thema Katzensteuer von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die hatten gefragt, ja, Katzen sind immer ein größeres Problem für Singvögel und so, was soll man da tun? Und da habe ich eben so ein paar Sachen gesagt, von wegen, dass man da, dass die zum Beispiel die industrielle Landwirtschaft viel größeres Problem ist als die Katzen. Und da haben sie gesagt, ja, und wie sieht es aus? Hunde kosten ja eine Hundesteuer und Katzen, soll es da vielleicht mal eine Katzensteuer geben? Da habe ich gesagt, habe ich ehrlich gesagt, keine Ahnung, kann man machen, kann man nicht machen, kann ich jetzt erstmal nichts sagen, muss man vielleicht eher erstmal schauen, was für Effekte sowas hätte. Das Einzige, was daraus eine Schlagzeile kam, ist Grüne Jugend offen für Katzensteuer. Das war noch so im Rahmen des Ehrlichen. Daraus hat ein Focus Online gemacht, Grüne Jugend fordert Katzensteuer und mehrere Internetportale sind da aufgesprungen. Und dann stand eben im Internet drin, dass ich die Katzeneinführung der Katzensteuer aktiv fordern würde und als ob das mein großes Thema wäre. Und genau, habe dann dementsprechend auch einen Shitstorm bekommen. Und die beteiligten Medien, also zum Beispiel Focus Online, haben dann erst, nachdem ich denen geschrieben habe, hey Leute, das stimmt so nicht und so, langsam das zurückgenommen, haben es ein bisschen korrigiert, aber ihre Facebook-Posts haben es so gelassen, wie sie waren, mitsamt den ganzen Kommentaren drunter. Und da merkt man schon, dass man teilweise echt mit unfairen Mitteln angegriffen wird. Und sowas gibt es immer öfter, das ist nur ein Beispiel dafür. Und ja, dass die Grünen selber haben sich jetzt die Regel gegeben, dass sie im Wahlkampf nicht mit Fake News arbeiten. Das heißt, wenn irgendwo über den politischen Gegner etwas berichtet wird, was tatsächlich in die Richtung Fake News geht, wird sowas nicht verwendet. Also auch wenn jemand irgendwie irgendwelche Sachen geleakt werden vom politischen Gegner, die tendenziös sind, die irgendwie aus dem Privatleben oder so sind, um ihnen zu schaden, werden die Grünen sich daran nicht beteiligen, das irgendwie auszunutzen. Und haben so ein Manifest zum fairen Wahlkampf auch verabschiedet. Heiko Maas Hate Speech Gesetz. Dafür oder dagegen? Also das Gesetz gegen Hate Speech von Heiko Maas finde ich so ein bisschen verwirrt. Also ich finde es gut, dass das Thema Hate Speech ein Thema ist, weil es ist tatsächlich krass, was in sozialen Medien so abgeht, auch was man so selber bekommt an Hass. Aber man kann auf verschiedene Arten und Weisen umgehen. Einen sehr schlechten Umgang finde ich, wenn man die Bekämpfung von Hass im öffentlichen Raum privaten Firmen überlässt. Und das macht er damit. Und das finde ich ein bisschen komisch. Also wenn Facebook dann verantwortlich ist, Sachen zu löschen oder nicht zu löschen, sieht man immer wieder, dann schießen sie ab und zu über das Ziel hinaus und löschen irgendwelche sinnvollen Sachen und dann werden andere Sachen, die richtig krass sind, nicht gelöscht. Und ich finde nicht, dass das Aufgabe von Privaten sind, ist, sondern das ist wie eben auf der Straße auch eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung und ist Aufgabe des Staates, sowas zu ahnden. Dazu haben wir eine Judikative, ein Gerichtswesen, das sich damit sowas beschäftigt. Und der Staat sollte sich da nicht raushalten, sondern sollte eben, wenn was abartig Krasses im Internet über Leute gesagt wird oder geschrieben wird, dann sollte das nicht stehen lassen, sondern es soll dagegen vorgehen und das nicht irgendwie abwälzen auf irgendein amerikanisches Unternehmen. Reicht ein Internetminister für Deutschland aus? Ich weiß nicht, ob es einen Internetminister braucht. Ich glaube aber auf jeden Fall, es bräuchte eine Ministerin oder einen Minister für das Thema Digitales. Und das sehe ich ein weites Feld. Also ich sehe das sowohl für Digitales, was Verkehrspolitik angeht, Digitales im Bereich Vernetzung in Sachen Energiepolitik, intelligente Netze und so weiter, aber auch Ausbau von Netzen. Also da ist ein ganz, ganz breites Feld, das sowohl in Verkehrs-, Wirtschaftspolitik, aber auch jetzt
Rechtspolitik, wenn wir über Hate Speech und sowas reden, reingeht. Und ich glaube, dass so ein Digitalministerium auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache wäre. Sollte jeder Deutsche das Recht auf Internet bekommen? Ich bin auf jeden Fall für ein Recht auf Internet, also auch auf freien Zugang zum Internet für alle Menschen, weil ich finde, dass inzwischen ist das Internet ein öffentlicher Raum, wie auch die Straße, wie wenn ich rausgehe und mit Menschen rede, das ist eben eine andere Ebene. Und es ist nicht so, dass es irgendwie die virtuelle Welt gibt und die reale Welt, sondern das Internet ist Teil der realen Welt, wenn ich mich darin aufhalte. Und ich finde, es ist total ungerecht, wenn der Zugang unterschiedlich ist. Also ich finde, es ist ein Internet der zwei Geschwindigkeiten, wie es die Telekom zum Beispiel gerade versucht, dass manche Leute irgendwie frei streamen können und andere nicht. Oder auch, dass jetzt manche DSL-Anbieter wie O2 das DSL drosseln, wenn man eine gewisse Gigabyte-Anzahl runtergeladen hat, finde ich richtig krass. Und wenn man in Deutschland einen Handyvertrag haben will, hat man auch selten die Möglichkeit, richtig viel Volumen dazu zu buchen, außer man zahlt abartig viel Geld. Und das sind Bedingungen, die gehen gar nicht, weil ich finde, Zugang zu öffentlichem Leben muss für alle Menschen zugänglich sein, unabhängig von ihrem Geldbeutel. Und deswegen finde ich auch, dass alle Menschen einen freien Zugang zum Internet haben sollten. Bildet Deutschland seine Bürger ausreichend für den digitalen Jobmarkt der Zukunft aus? Ja, das Problem ist, dass aktuell in Schulen erstens ganz oft gar nicht die Möglichkeiten da sind, um jungen Menschen Medienkompetenz oder Digitalkompetenz zu geben. Das heißt, die lernen mit Stift und Papier. Wobei ich jetzt sagen würde, nur weil ein iPad in der Schule ist, heißt es noch lange nicht, dass Schülerinnen und Schüler Medienkompetenz lernen. Aber in meiner Schule damals gab es ein Handyverbot. Hatten wir als Schülerinnen erfolgreich dagegen protestiert und dann durfte man die Handys wieder haben. Leider ein Jahr, nachdem ich aus der Schule raus war, ist das wieder eingeführt worden. Aber ich finde, eine Schule, die sagt, Leute, ihr müsst die Handys, bevor ihr in die Schule geht, abschalten oder einschließen. Wie soll den Leuten vermitteln, dass sie einen verantwortungsvollen Umgang mit Handys haben? Also, weil ich muss ja auch lernen, dass ich im Alltag später nicht ständig auf meinen Screen schauen kann, sondern eben auch mit Leuten reden muss und wenn ich mal ein Gespräch habe oder mich mal konzentriere, das auch mal weglege, als aber auch zur Hand habe. Und dieses, ich simuliere meine Welt wie vor 20 Jahren, als es keine Handys gab, ist eine total irrsinnige Vorstellung, die an vielen deutschen Schulen noch so vorherrscht. Und ich finde, man sollte den Leuten beibringen, wie gehe ich verantwortungsvoll mit Handys um, mit Internet um. Und genau, dazu muss man die halt aufklären. Und ich finde, dass gerade in so einer Bildungspolitik, die mir und die auch uns als grüne Jugend vorschwebt, ist Aufklärung so an erster Stelle, Leuten klar machen, welche Konsequenzen ihr Handeln auch haben. Und gerade auch, was Privatsphäre angeht, wie man die schützen kann oder auch nicht. Wie man aber auch Internetkonzernen ausgeliefert ist. Die ganze Geschichte mit Big Data, wie Daten erfasst werden vom Verhalten, auch in der analogen Welt. Also wie mein Verhalten, wie irgendwelche Bewegungen, wie Fitnessarmbänder und so weiter mein Leben aufzeichnen und was mit den Daten überhaupt gemacht werden kann. So ein Verständnis kriegt man nicht, wenn man da irgendwie drüber liest oder einfach mal das in einem Unterricht irgendwie gesagt bekommt. So was bekommt man vor allem, wenn man die Hintergründe versteht, wenn man weiß, wie das funktioniert. Und deswegen finde ich, dass Schulen da noch einiges an Nachholbedarf haben. Könnten Roboter irgendwann mal unsere Jobs übernehmen? Also ich finde das prinzipiell erstmal begrüßenswert. Also ich finde, das ist immer so eine Diskussion, wird die Arbeit automatisiert, nehmen uns Roboter die Arbeit weg? Da kann man natürlich entweder einfach nur jubeln, so à la FDP, und sich freuen, dass man mehr Gewinn machen kann und weniger Löhne zahlen muss. Man kann natürlich auch wie die Linkspartei oder auch die SPD einfach Angst haben um die Jobs und laut schreien, wegrennen und sagen, wir dürfen das jetzt nicht machen, weil wir müssen Jobs erhalten. Ich persönlich bin froh, wenn ich 10 Stunden weniger arbeiten muss und gleich viel Geld habe. Also wenn der Roboter meine Arbeit macht und ich aber daran beteiligt werde, an dem, was der Roboter arbeitet, ist doch cool. Weil prinzipiell ersetzen Roboter viele Tätigkeiten, die sehr wiederkehrende Elemente in sich haben, oftmals langweilige Sachen, natürlich auch intellektuelle Jobs, aber oft oder selten kreative Jobs. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, gerne können Roboter die Arbeit übernehmen,
Und gerne können Menschen dadurch Arbeitszeit abgeben müssen. Das einzige Ding, wo man gucken muss und wo man jetzt nicht in so ein Juhu, alles wird gut verfallen darf, ist, die Politik muss da handelnd eingreifen. Darf da nicht einfach zuschauen, wie alles automatisiert wird, sondern die Automatisierungsdividende, also das Geld, was am Ende bei rumkommt, wenn ich jetzt einen Arbeiter oder eine Arbeiterin durch einen Roboter ersetze, einfach gesprochen, das Geld muss am Ende eben auch bei der Arbeiterin oder bei dem Arbeiter ankommen und darf nicht einfach nur von dem Konzern in die Tasche gesteckt werden. Und deswegen muss da auch, was Besteuerung angeht, geschaut werden, wo bleibt das Geld am Ende liegen. Ich würde sagen, das Geld bleibt am Ende im Gewinn liegen, also am Vermögen bei einem Konzern, und deswegen Gewinne und vor allem Vermögen höher besteuern oder überhaupt erst besteuern. Wir haben keine Vermögenssteuer in Deutschland. Und wenn man sowas macht, dann kommt man ran, dass man eben den Profit, der sich durch Digitalisierung ergibt, der Gemeinschaft hinzuführt. Und das finde ich einen richtigen Ansatz, dass man sagt, wir alle profitieren von der Digitalisierung, wir alle müssen weniger arbeiten. Deswegen ist auch eine Forderung, die ich sehr wichtig finde in den nächsten Jahren, Arbeitszeitreduktion, weniger arbeiten, nicht mehr 40-Stunden-Woche langsam hinkommen, sondern 30-Stunden-Woche, weniger Arbeit für alle, bei gleichem Wohlstand. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Ziel, in so eine Welt zu kommen. E-Commerce, Chance oder Bedrohung? Ich finde es prinzipiell cool, wenn ich mir Sachen bestellen kann und die Möglichkeit habe, an Sachen zu kommen, wo ich vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren gar nicht rangekommen wäre. Natürlich ist es eine Frage, wie geht der Einzelhandel mit dem Geschäft um die Ecke damit um. Und also gerade zum Beispiel kleine Buchhandlungen haben ja oft ein Problem gegen Amazon. Aber trotzdem sehe ich noch oftmals in Buchhandlungen schon noch bei mir bei der Buchhandlung um die Ecke, die können vieles liefern, was Amazon nicht liefern kann. Also gute Empfehlungen, die nicht irgendwie nur von irgendwelchen Leuten geschrieben sind, die vom Verlag vielleicht bezahlt wurden und so. Also ich glaube, dass der Einzelhandel schon auch noch einiges kann, was das Internet nicht kann. Aber man muss natürlich auch gucken, dass wir faire Bedingungen haben. Die Grünen in Niedersachsen hatten da auch vor kurzem so einen kleinen Shitstorm, weil sie gesagt haben, sonntags kein Internethandel. Was aber nicht so gemeint war, dass man sonntags nicht auf Amazon kommt, sondern da war halt gemeint, dass eben sonntags gleiche Bedingungen gelten. Das heißt, wenn ich eine Bestellung Sonntag aufgebe, dann kann ich das machen, kriege das auch geliefert, aber dass sonntags eben da auch frei ist. Das ist, wenn mein Buchhändler sonntags frei hat, sollte eben derjenige, der das Buch bei Amazon im Lager einpackt und dann ins Paket macht und das dann verschickt, eben auch frei haben. Und das finde ich eigentlich eine faire Forderung, weil ich bin auch ein Anhänger des Sonntags. Ich finde, einen freien Tag in der Woche, das wurde von der Arbeiterinnenbewegung auch hart erkämpft, dass es das gibt. Inzwischen ja in vielen Jobs 2 freie Tage in der Woche. Und das ist eine coole Sache, weil ich finde, es ist so eine ständige Flexibilisierung, die man da ja auch so ableiten kann. So, man kann eigentlich immer alles kaufen und man kann nicht immer alles machen, man könnte immer arbeiten. Mag auf den ersten Blick cool erscheinen, aber der Nachteil ist, wenn alle meine Freundinnen und Freunde alle an anderen Tagen frei haben, weil jeder kann sich selber frei nehmen, wann er will, gibt es nicht mehr so den einen Tag, wo natürlich nicht alle frei haben, weil Sonntagsschichten und so weiter in Krankenhäusern, aber wo viele frei haben. So ein Tag ist wichtig, weil dann kann man sich einfach mal spontan im Park treffen und schreiben, hey, wer von euch hat gerade Zeit, lass mal treffen. Wenn alle irgendwann mal irgendwie arbeiten müssen, dann ist es ein krasser Einschnitt ins Privatleben mit Freundschaften, aber auch mit Familie. Man kann sich nie alle zusammen mal sehen, sondern immer nur individuell verabreden, zu zweit, zu dritt. Und so eine Gesellschaft will ich nicht haben. Ich will eine Gesellschaft haben, wo Menschen zusammenkommen und gemeinsam irgendwie auch feiern können am Samstagabend, weil sie alle am nächsten Tag frei haben. Sollte der Staat den Einsatz digitaler Geräte in Einrichtungen für Kleinkinder regulieren? Ich glaube nicht, dass es eine Patentantwort gibt. Dafür, ab welchem Alter Kinder mit digitalen Medien in Kontakt kommen sollen. Prinzipiell finde ich es gut, dass von sehr, sehr klein auf bereits Bildung auch da ist, dass Angebote da sind. Ich finde es nicht, dass wir Bildungspläne brauchen für Kleinkinder. Ich finde es eher so aus der Idee heraus, was Kinder fasziniert. Wenn sie Fragen stellen, dass man denen nachgeht und nicht einfach nur sie mit einfachen Antworten abspeist, sondern wenn eben Kinder ein Interesse haben, dass
bestärken, mehr Interesse wecken, sie zum Nachfragen anregen und da dann das alles erklären und da auch tiefer gehen. Und wenn dann natürlich Interesse da ist, da Fragen da sind, ja, was ist das eigentlich, wo du rumtippst und wie funktioniert das und so weiter, dass man da dann natürlich irgendwie keine Scheu hat und sagt, ja, nee, das ist nichts für dich und so, das darfst du jetzt nicht wissen, was hinter diesem Handy steckt. Aber ich finde jetzt nicht, dass es unbedingt nötig ist, dass Zweijährige nur noch auf großen Touchscreens irgendwelche Spiele spielen, sondern die können auch mal rausgehen. Illegale Downloads und Streaming. Wer sollte bestraft werden? Wenn jemand illegal was auf YouTube hochlädt und YouTube das erst einen Tag später bemerkt, ich davon ausgehe, dass auf YouTube legales Zeug ist und dann aus Versehen einen Film anschaue, der da gegen Copyright verstoßen hat. Woher soll ich wissen, dass er gegen Copyright verstoßen hat? Also es ist eh total absurd, wenn Konsumentinnen für illegale Inhalte haften. Ich finde, bei Uploadern kann man drüber reden, wenn die das wissentlich machen. Und bei Plattformen kann man eben auch drüber reden, wobei eben die Plattform oftmals nicht explizit dafür gedacht ist, illegales Material dort zu haben. Aber die Ursache bekämpft alles drei nicht. Also wenn ich einfach nur strafend durch die Welt renne, werde ich nichts verändern. Das Problem, was wir ja zum Beispiel bei Musik, bei illegaler Musikbereitstellung gesehen haben, wie die Zahlen runtergegangen sind, nachdem Spotify und Co. den Durchbruch bekommen haben. Das Problem war ja einfach, es gab keine Möglichkeit, anders an größere Mengen an Musik zu kommen. Also ich hatte einfach die Möglichkeit, eine CD für 20 Euro zu kaufen oder eben gar nichts zu haben. Und seitdem man eben die Möglichkeit hat, im Monat für 9,99 € oder teils noch günstiger Zugriff auf alle Musik zu haben, die es so gibt, oder auf die meiste Musik, die es so gibt, merkt man, dass die Leute auch in Anspruch nehmen. Und da war einfach, die ganzen Plattenfirmen hatten sehr überzogene Vorstellungen, wie sie ihr Geschäft ins digitale Zeitalter retten. Und mit Grenzkosten, die gegen Null gehen, weil einen weiteren Song auf iTunes zur Verfügung stellen, kostet eben nicht 99 Cent und auch nicht einen Bruchteil davon, sondern gar nichts. Und mit so einem Ansatz, einfach nur Kohle zu machen, ist krass unverschämt und dann kann ich es auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, das gebe ich mir nicht. Und bei der Musik sehen wir es aktuell, immer mehr auch bei Filmen, wie da Streamingdienste sich ausbreiten. Aber es gibt immer noch Bereiche, die absurd sind, also beispielsweise Bücher, wo wir noch die Buchpreisbindung haben, wo es sich überhaupt nicht lohnt, ein E-Book runterzuladen, weil es 2 Euro billiger ist als das gedruckte Buch. Oder auch bei Hörbüchern, wo die einzige Möglichkeit ist, bei Audible für den Preis, wo ich bei Spotify im Monat zahle für alle Musik, jeden Monat ein einziges Hörbuch bekomme. Da lache ich ja drüber. Und ich glaube, dass da die Verlage und Plattenfirmen etc. sich noch umschauen müssen, wie sie Angebote schaffen, die überhaupt gar keinen Raum lassen für illegales Treiben oder zumindest keinen großen Raum. Und dann kriegt man das schon hin. Und gute Künstlerinnen und Künstler, viele machen ja auch ohne Verlage und ohne Plattenfirmen Karriere. Und diese Möglichkeit haben wir jetzt ja erst dadurch, dass die Digitalisierung da ist. Und ich finde es prinzipiell einen guten Ansatz zu sagen, warum brauchen wir denn noch diese Zwischenhändler? Warum können wir das nicht einfach selbstorganisiert irgendwie hinbekommen, dass Künstlerinnen und Künstler fair bezahlt werden und dass die Konsumentinnen und Konsumenten die Inhalte kriegen, die sie wollen, zu einem fairen Preis? Und da ist einfach in der Vergangenheit sehr vieles schiefgelaufen. Und da kommen wir, glaube ich, so langsam in ein besseres Ding rein. Sollten die Behörden digitaler werden? Total. Also wenn man sich so anschaut, wie die ganzen Seiten und Portale von Verwaltungen aussehen, dann graut es einem ja, also sowas kennt man ja teilweise gar nicht mehr, weil es so sah in Internetzeiten aus, bevor man geboren wurde. Aber das grundlegende Problem ist, dass das nicht so ist, dass die keine Lust haben, sondern das grundlegende Problem ist, dass Politik und in dem Fall die Bundesregierung einfach sich nicht trauen oder einfach verschlafen, vernünftig Gesetze zu ändern, um einer digitalen Verwaltung Tür und Tor zu öffnen. Das sehen wir allein darin, es gibt keine vernünftige
Identifikationsmöglichkeit. Also ich kann mich nicht einfach einloggen mit irgendwelchen, also mit einem Nutzernamen und einem Passwort, von mir aus auch noch mit einem TAN oder so. Ja, jede Bank bekommt es heutzutage hin, dass ich halbwegs sicher mich in meinen Account reinkomme. Kann mir doch der Staat nicht erklären, dass es bei ihm nicht geht. Dann möchte ich Sachen, die wirklich unkompliziert sind, wie zum Beispiel die Beantragung eines polizeilichen Führungszeugnisses oder Beantragung eines neuen Personalausweises oder eine Ummeldung oder so. Das sind Sachen, da muss ich aufs Amt gehen, persönlich vorsprechen und krieg's dann per Post nachgeliefert. So, oder muss nochmal kommen. Und das ist doch absurd. Also, wenn ich mich identifizieren kann, hallo, mein Name ist und ich wohne da und da und kann das belegen, dann kriege ich es an meine Postadresse geschickt. Wer sollte denn sonst ein Interesse daran haben, dass an meine Postadresse ein polizeiliches Führungszeugnis geht? So, warum, ja? Und da muss vieles getan werden, dass sowas überhaupt möglich ist. Und also ich finde, dass Behördengänge grundsätzlich vereinfacht werden sollten und allen Bürgerinnen auch online zur Verfügung gestellt werden müssen. Gleichzeitig bin ich dagegen, einen Zwang draus zu machen. Wer sagt, ich habe keinen Bock, mich mit einer Online-ID anmelden zu müssen, muss das nicht tun, sondern kann es weiterhin offline machen. Diese Freiheit sollte jeder haben und jede. Und was mich auch stört, ist in der ganzen Geschichte mit digitaler Verwaltung, dass da auch überhaupt gar nicht Know-how reingesteckt wird. Also dass es Ziele gesetzt werden, zum Beispiel elektronische Akte bis 2020 einzuführen. Es ist jetzt 3 Jahre davor und es wird einfach nicht passieren, weil immer noch Behördengänge auf Papier ablaufen und eben nicht am Computer und auch dort die Regeln und die Vorgaben überhaupt nicht so weit sind, wie da diese Zusammenarbeit stattfinden soll. Also gerade so kollaborative Zusammenarbeiten. Ja. In jedem kleinen Unternehmen kriegt man das hin, mit Slack oder mit irgendwelchen Messenger-Diensten zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Und Behörden, die riesengroß sind, wo ich denke, das würde doch total was bringen, wenn man wüsste, was der Kollege nebendran gerade macht oder was im Haus nebenan gerade passiert, um so ein bisschen zusammenzuarbeiten. Passiert nicht, ja, weil ich alles in der Mappe zumachen muss, Unterschrift zum Chef und dann nächste Abteilung. Und mit so einem Denken kommen wir nicht voran und das ist politische Verantwortung. Das wird nicht von alleine passieren, das wird nur passieren, wenn es Gesetze gibt, wenn es Vorgaben gibt und das muss Politik machen und darin hat Merkels Regierung hart versagt. Drohnen in der Luft, Lieferroboter auf dem Gehweg. Könnte es bald so viel Technik auf der Straße geben? Ich finde, dass in Städten vor allem der Fokus auf die Menschen, die sich in der Stadt bewegen, gelegt werden soll. Und das wurde in den letzten Jahrzehnten nicht gemacht. Da wurden autogerechte Städte gebaut, wo es möglichst viel Platz für Autos geben soll. Und diesen Fehler sollten wir jetzt nicht wiederholen, wenn wir Städte für Drohnen oder Lieferroboter und so umbauen. Das heißt, im Zentrum die Menschen, die sich bewegen können, die nicht überall an jeder Ampel warten müssen. Und dann natürlich Platz für weitere Sachen. Und ich finde, dass zum Beispiel gerade Lieferdrohnen zum Beispiel können ja Raum schaffen, also wenn es die Möglichkeit gibt, wenn da auch mit dem Datenschutz alles d'accord geht. Wenn ich nicht Angst haben muss, dass die Lieferdrohne von DHL durch mein Schlafzimmerfenster im 3. Stock reinschaut oder so. Aber wenn man da unter guten und strengen Regeln Lösungen findet, den Verkehr zu reduzieren, Verkehrsaufkommen zu reduzieren in Innenstädten, dann finde ich das ziemlich cool. Hyperloop, autonomes Fahren und vieles mehr. Sollte Deutschland investieren oder abwarten? Und bevor wir uns über die Zukunft der Mobilität Gedanken machen, sollte Deutschland erstmal nachziehen, was aktuell in der Mobilität gang und gäbe ist, und zwar Elektromobilität in China. In den USA wird da bereits ordentlich geforscht und produziert und alle möglichen Länder geben bereits Regeln vor, wann der Verbrennungsmotor endlich abgeschaltet wird. Frankreich und Großbritannien haben sich jetzt beide auf 2040, soweit ich das weiß, festgelegt. Und ich finde, da muss man jetzt erstmal sich Gedanken machen, wie wir das hier hinkriegen. Aber mit einem Verkehrsminister Dobrindt von der CSU, der sich lieber über so Sachen wie eine Ausländermaut Gedanken macht, als über nachhaltige Mobilität,
Kriegt man sowas nicht hin, aber zum Glück ist Dobrindt in wenigen Wochen auch hoffentlich Geschichte. Das Ding ist, dass wir bei Mobilität und muss Politik sehr, sehr aktiv werden, muss sehr, sehr viel mehr tun und auch entschlossen Vorgaben machen und liefern. Also zum Beispiel ein flächendeckendes, lückenloses Aufladesystem, herstellerunabhängig für Elektroautos, wäre eine Sache. Könnte die Bundesregierung mal in Angriff nehmen? Wird nicht gemacht. Andere Geschichte, in Norwegen zum Beispiel, werden Elektroautos so gefördert, dass sie beim Kauf günstiger sind und nicht nur irgendwie mit einer lächerlichen Prämie, die irgendwie so 2-3% vom Kaufpreis abdeckt, sondern einfach steuerlich krass subventioniert im Gegensatz zu Verbrennern, während des Betriebs viel weniger Steuern zahlen. Innenstädte, wo Elektroautos Vorrang haben, Straßen, wo nur Elektroautos fahren dürfen, kostenloses Parken für Elektroautos und hohe Parkpreise für Verbrenner. Man könnte einfach mit so vielen Maßnahmen das vorantreiben, macht man aber nicht. Und gleichzeitig ist auch das Elektroauto nicht das Gelbe vom Ei. Und deswegen finde ich es wichtig, dass eben darüber hinaus geforscht wird, weil individuelle Mobilität wird nicht die Zukunft sein. Wenn dann mit dem Fahrrad, aber wenn wir uns das anschauen, wie Verkehr in der Stadt, aber auch wie Fernverkehr stattfindet, was man da hinkriegen kann mit Projekten wie Hyperloop in den USA, dann braucht man eigentlich nicht einfach nur den Motor austauschen, sondern man muss sich über neue Wege der Mobilität Gedanken machen. Und da muss massiv in Forschung investiert werden, um eine grünere Mobilität hinzubekommen. Elektroauto für privat. Sollte der Staat den Kauf finanziell unterstützen? Also ich finde, dass der Staat auf jeden Fall mehr machen kann, was die Förderung von Elektroautos angeht. Also mit so einer lächerlichen Prämie wie momentan, die deckt nur ein paar Prozent des Kaufpreises ab. Mit der kommt man nicht weit, hat man ja gesehen, die Prämie wurde eingeführt und von fast niemandem abgerufen. Also es ist ein totaler Flop, was die Bundesregierung sich da ausgedacht hat. Andere Länder sind da sehr viel weiter. Aber ich glaube, auch das Elektroauto selber ist zwar besser als das Verbrennungsauto, aber ist noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Weil erstens, wenn wir alle Verbrennungsmotoren durch Elektroautos ersetzen würden, so viel Strom wird aktuell gar nicht produziert. Wenn wir alles auf erneuerbare Energien umsetzen wollen und ein Elektroauto mit Kohle angetrieben ist noch schmutziger als mit Benzin, wenn wir alles mit Erneuerbaren machen wollen, dann müssten wir das noch viel schneller ausbauen, als wir es momentan tun. Und momentan läuft es nicht wirklich gut, aber für den kompletten Mobilitätssektor aktuell hätten wir gar nicht genug Strom. Elektroautos kosten auch in der Produktion unglaublich viel. Seltene Erden, sehr ressourcenaufwendig. Ist auch nicht alles das Beste, nicht das Gelbe vom Ei. Und das dritte Problem, und das ist für mich ein zentrales Problem, wo ich sage, einfach nur umstellen auf Elektroautos ist nicht die Lösung. Wenn wir uns anschauen, was für den Feinstaub in Innenstädten verantwortlich ist, und das ist ja gerade die große Diskussion, so schlechte Luft in den Städten, die soll weg. Und da ist bei ganz vielen Leuten so, das Elektroauto die Lösung. Und ist es nicht, ja? Weil Studien haben ergeben, dass 85% des Feinstaubes durch Abrieb von Bremsen und Reifen und von aufgewirbelten Staub kommen und eben nicht von Abgasen. Also Abgase sind dann ein relativ kleiner Prozentsatz. Auch ein Elektroauto hat Abrieb. Das heißt, ein Ansatz, wie man da hinkommt, ist vernetzte Mobilität krass stärken. Also meine Vision von der Stadt ist eine Stadt ohne Ampeln. Weil eben selbstfahrende Autos wissen, wann Fußgängerinnen und Fußgänger drüber wollen. Weil die wissen, wann vorne irgendwo ein Kreisverkehr ist und dann rechtzeitig abbremsen und langsamer werden. Aber kein Auto anhalten muss, wenn ich von A nach B komme, ohne einen Stopp. Weil anhalten und anfahren, das sind ganz krass schlimme Sachen für die Luft, was man sich nicht bewusst wird. Und deswegen, im Idealfall habe ich eine Stadt, wo niemand anhält und wo niemand anfahren muss, sondern eben nur am Start und am Ende von der Strecke. Und das ist ein Punkt, den kriegen wir nicht hin mit Autos, die von Menschen gesteuert werden. Deswegen sehe ich auch eine ökologische Vision im selbstfahrenden Auto. Ein anderer Punkt, den man sich klar werden muss, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann kann ich sehr ökologisch eine individuelle Mobilität haben und deswegen müssen auch Radwege
wesentlich stärker ausgebaut werden in Städten. Aber wenn ich jetzt weitere Strecke unterwegs bin oder wenn es mal regnet, da muss ich auch die Möglichkeit haben und da muss eben stärker auch der öffentliche Nahverkehr gestärkt werden. Also es muss einen öffentlichen Nahverkehr geben, der nicht aus überfüllten U-Bahnen besteht, die stickig sind, sondern es muss ein öffentlicher Nahverkehr sein, der bequem ist, den alle gerne nutzen, in dem das WLAN nicht nur in den U-Bahn-Stationen funktioniert, sondern der, wo ich in jedem Bus funktionierendes WLAN habe. Es muss inklusive Steckdosen und es muss eben auch Nahverkehr sein und das ist eine zentrale Forderung von uns als Grüne Jugend, ein öffentlicher Nahverkehr, der kostenlos ist. Weil dann werden Leute sich das überlegen, umzusteigen. Wenn ich sowieso jeden Monat mit meinen Steuern und Abgaben einen öffentlichen Nahverkehr finanziere, überlege ich mir noch mal zweimal, ob ich den dann einfach links liegen lasse und die in mein Auto nehme oder ob ich den dann nutze, wenn ich den eh schon zahle. Und es gibt die Möglichkeit, den umlagefinanziert zu machen in Estland. Tallinn in Estland, in der Hauptstadt, wird das bereits so gemacht. In Deutschland liegt es daran, dass es noch rechtliche Hürden gibt, die müssten abgeschafft werden. Und da müsste man eben der Finanzierung schauen, wie man das hinbekommt. Aber ich finde, Mobilität ist ein Grundrecht. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, von A nach B zu kommen, vor allem in der eigenen Stadt, in der eigenen Gemeinde. Da werden Menschen eben vom sozialen Leben ausgeschlossen, wenn sie eben sich überlegen müssen, kann ich mir die 360 leisten oder nicht. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und auch wenn man sich anschaut, was für absurde Züge so die Verfolgung von Schwarzfahrern, Schwarzfahrerinnen angeht. In Berlin gibt es ganze Gefängnisse, die sind zum Großteil voll mit Leuten, die beim Schwarzfahren erwischt wurden und die aber nicht diese 60 oder 80 Euro zahlen können, die man einer Strafe zahlen muss. Und dann kommen die einfach in den Knast, wo ich auch denke, was ist das für eine absurde Welt? Und deswegen, wenn wir es hinbekommen, einen öffentlichen Rundfunk zusammen zu finanzieren, dann kriegen wir es auch hin, öffentlichen Nahverkehr zusammen zu finanzieren. Wie wird Deutschland schnell zu einem Elektroautoland? Wenn wir Elektromobilität fördern wollen, dann muss massiv gehandelt werden und nicht nur mit so kleinen Geschichten wie Prämien oder so. Da muss eben dafür gesorgt werden, dass das Nutzen von Elektrofahrzeugen wesentlich attraktiver ist. Norwegen geht da mit gutem Beispiel voran. Da ist das Kaufen von Elektroautos günstiger. Dafür gibt es wesentlich höhere Steuern auf alle Verbrennungsmotoren. Könnte es sich einen Mechanismus geben, der sich einfach finanziert, indem das, was bei Elektroautos vergünstigt wird, einfach bei den Verbrennern oben drauf geschlagen wird, dann könnte man das Ganze auch finanzierbar machen. Dann das Nutzen von Elektroautos wesentlich komfortabler gestalten als das Nutzen von Verbrennungsmotoren. Ganze Gebiete in Städten ausschreiben, dass man dort nur im Elektroauto fahren darf und nicht mit dem Verbrenner. Parkplätze, hohe Gebühren für Verbrennungsmotoren, kostenlose Parkplätze für Elektroautos. Also mit sehr entschlossenen Handlungen könnte man da schon vorankommen. Aber davor scheut Angela Merkel ja bekanntlich zurück. Die ist ja eher zurückhaltend in allem, was sie tut. Und deswegen schafft sie auch nicht, ambitionierte Ziele zu erreichen. Auch in der Verkehrspolitik. Und wenn man eben in so eine Richtung geht und sehr, sehr ambitionierte Ziele setzen würde, könnte man es schaffen mit 1 Million Elektrofahrzeuge. Trotzdem glaube ich nicht, dass das die Zukunft ist. Ich glaube, dass die Zukunft vor allem auch im öffentlichen Nahverkehr und in großen Städten auch im Radverkehr liegt. Und deswegen möchte ich viel mehr Investitionen da rein haben, wenn ich mir anschaue, was Abwrackprämie und Co. alles an die Automobilindustrie geflossen ist. Da frage ich mich auch, ist es wirklich aus wirtschaftlicher Notwendigkeit passiert oder passiert sowas, weil die Automobillobby und das Kanzleramt sehr gut vernetzt sind und auch die CDU und die Automobillobby, dass man da sich einfach Geld dazu schiebt. Oder aktuell, anders kann ich es mir nicht erklären. Und deswegen, wenn ich mir überlege, es würde eine Fahrradkaufprämie geben, nur 200 Euro oder 400 Euro für jedes neue Fahrrad. Und wenn man dann da schaut, mit wie viel weniger Geld man viel mehr ökologische Konsequenzen hätte als aktuell mit einer E-Auto-Prämie. Der CO2-Ausstoß steigt. Was macht Deutschland falsch? Also das Problem ist, warum wir einen steigenden CO2-Ausstoß haben als in den Vorjahren, ist, dass in Deutschland
zunächst mal die CDU die Geschenke an die Wirtschaft verteilt und die SPD vor allem Arbeitsplätze im Blick hat. Und zwar sind das meistens alte Industriearbeitsplätze, die mit dreckiger Luft in Verbindung gehen und beide Parteien in der Großen Koalition einfach überhaupt gar kein Gespür dafür haben, wie man die Wirtschaft in eine Richtung umbaut, wo wir weniger CO2 produzieren und wo wir eben auch zukunftsfähige Branchen stärken. Und das liegt auch daran, dass sie einfach komplett die junge Generation aus dem Auge verloren haben. Weil wenn ich nur noch 20 Jahre zu leben habe, ist mir egal, wie die Erde in 50 Jahren aussieht. Aber wenn ich mich und meine Generation anschaue, dann kann es nicht egal sein, weil wir sind die erste Generation, die von der Klimakrise richtig hart getroffen sind. Also in anderen Teilen der Welt spürt man heute schon die Auswirkungen. Und auch in Europa wird es in den nächsten Jahren kommen. Und wir sind aber gleichzeitig die letzte Generation, die das Ganze noch aufhalten kann. Und Deutschland hat in Paris im Klimaabkommen versprochen, dass sie die Klimaziele einhalten werden und dass sie dazu beitragen, dass die Erde sich nicht mehr als 1,5 Grad erhitzen wird im Vergleich zu 1990. Und das scheitert gerade. Also bis 2020, die Zwischenziele, die sich die Bundesregierung bis 2020 gesetzt hat, werden jetzt schon nicht mehr geschafft. Und das liegt auch daran, dass am Kohle festgehalten wird als Energieträger, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien abgeflacht wird. Also es ist wirklich, wir hatten einen Anstieg an Erneuerbaren und die Bundesregierung hat gesagt, so, wir haben jetzt genug Kohle reingesteckt, das wird jetzt nicht mehr so stark ausgebaut. Die Solarindustrie in Deutschland, gab es eine Solarindustrie, die wurde einfach komplett stillgelegt, indem dort Gelder gestrichen wurden und gesagt wurde, ja, die müssen sich jetzt selber halten, konnten sie nicht gegen die Konkurrenz aus Asien. Und deswegen hat die Bundesregierung, was Energiepolitik angeht, völlig versagt. Man könnte da so viel machen und die Bundesregierung macht gar nichts. Und deswegen, solange die Große Koalition eine Regierung ist, sehe ich es nicht kommen, wie der CO2-Ausstoß in Deutschland runtergehen sollte. Immer mehr Länder investieren in Kampfdrohnen und Kriegsroboter. Was sollte Deutschland machen? Also ich bin entschieden gegen Kampfdrohnen. Ganz einfach aus dem Grund, dass es auch genug Studien dazu gibt, wie Menschen, die eben Drohnen oder auch Kampfroboter steuern, wie die handeln, wie die reagieren. Und dazu muss man sich nur mal so geleakte Videos anschauen, wie es auch gibt, wie man über Wikileaks und so gesehen hat, wie Drohnen abgeschossen, Drohnen eben Raketen abgeworfen haben, Bomben abgeworfen haben. Das sind einfach Leute, die in den USA irgendwo sitzen oder auch in Deutschland irgendwo sitzen und auf den Knopf drücken und dann auf der anderen Seite der Welt Menschen sterben. Und wenn man das so komplett entkoppelt, dann gehen da auch das Gefühl für Verhältnismäßigkeit und auch das Verantwortungsbewusstsein verloren. Und deswegen finde ich das eine ganz, ganz gefährliche Ebene, auf die man sich da begibt. Weil natürlich ist die Vision davon, dass nur noch Roboter gegen Roboter kämpfen und Drohnen gegen Drohnen kämpfen, ist schön und gut, dass dann gar keine Menschen mehr bei sterben. Aber die Realität ist doch, dass Krieg geführt wird gegen, vor allem gegen aktuell gegen Terroristen und gegen Kämpferinnen, die in stark bewohnten Gebieten sich verstecken, wo alles sehr komplex ist, wo es Häuserkämpfe gibt und so weiter. Und in solchen Sachen waren Drohnen eingesetzt. Also das ist die Realität. Wenn ich mir das anschaue, wo Drohnen geflogen werden in Jemen, aber auch im Irak, wo Drohnen geflogen wurden, das sind es bevölkerte Gebiete und da kommt man mit Drohnen an. Und das ist eine Sache, die ich für absolut verantwortungslos erhalte, da eben so einen sehr unpersonellen oder sehr unpersönlichen Umgang auch im Krieg zu haben, geht mir gar nicht rein in den Kopf. Und deswegen finde ich, dass die Bundeswehr keine Drohnen haben sollte, also keine Kampfdrohnen haben sollte, die Menschen töten können. Und genau, was auch noch eine Gefahr ist, eben von diesem Drohnenkrieg,
was man jetzt bei den USA gesehen hatte, gerade in Jemen, dass dort auch internationales Recht krass gebrochen wurde, dass da einfach mal schnell über die Grenze geflogen wird, ohne in einem Staat einen Krieg zu erklären, ohne sich eben an Regeln zu halten, sondern einfach mal schnell anonym irgendwo Menschen umgebracht werden und ohne dass tatsächlich kämpferische Hand, dass tatsächlich einen offiziellen Krieg erklärt wurde, ohne dass was vorliegt, ohne dass Beweise vorliegen und nur irgendwelche geheimdienstlichen Informationen dazu dienen, zu rechtfertigen, dass Menschen, auch Zivilisten, Zivilistinnen, dabei sterben, denn das ist einem Rechtsstaat nicht würdig. Und das finde ich auf jeden Fall kritikwürdig an allen Staaten, die Drohnen verwenden. Und ich finde nicht, dass die Bundesrepublik sich da in diese Gruppe einreihen sollte. Überwachungsstaat Deutschland. Dafür oder dagegen? Also ich bin natürlich komplett gegen einen Überwachungsstaat. Und ich finde, dass der Staat sich eben aus meinem Privatleben zurückzuhalten hat, genauso wie auch Konzerne. Und deswegen muss man das heutzutage nochmal ganz anders sehen als von vor 10, 20 Jahren, als vor allem der Staat das Gefährliche war. Heutzutage sind es auch Konzerne, die hier sehr, sehr gefährlich sind. The Circle lässt grüßen. Also man muss ja schon schauen, wie viel man preisgeben will und darüber auch die Souveränität haben. Also ich finde, wenn ich sage, okay, ich gebe irgendwelche Informationen frei und ich möchte das auch eigenverantwortlich mit anderen Leuten teilen oder mit einem Unternehmen teilen oder dem Staat teilen, so meinetwegen, aber das bitte nur im vollen Bewusstsein und aufgeklärt, wenn ich das wirklich auch entscheiden kann und nicht irgendwelche AGBs, wo ich unten sage, ja, okay, mache ich, damit ich da weiterkomme. Und deswegen, da muss viel, viel mehr passieren. Und was den Staat angeht, sehen wir ja gerade eine krasse Ausweitung von staatlichen Befugnissen im Rahmen der Terrorismusbekämpfung, wo ich natürlich auch denke, dass der Staat, wenn ich mir so anschaue, was er mit dem Verfassungsschutz und so für Aufgaben hat und was er dann daraus macht mit seinen Befugnissen, dass der Staat viel besser daran täte, die tatsächlichen Gefährder zu beobachten und die Kapazitäten da reinzustecken, die zu beobachten, die nachweislich gefährlich sind. Und von 90% der Terroristen, die in den letzten Monaten irgendwelche Anschläge gemacht haben, waren vorher irgendwelche Hinweise da, wo eben nur nicht die Punkte miteinander verbunden wurden, wo eben nur nicht die Geheimdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander kommuniziert haben. Hätten die sich lieber auf die tatsächlichen Gefährlichen konzentriert, statt eine Massenüberwachung zu machen und alle Daten zu sammeln von allen Menschen, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, dann hätte vielleicht der eine oder andere Terroranschlag verhindert werden können. Deswegen finde ich die Argumentation, wir müssen mehr Daten sammeln, um Terroranschläge zu verhindern, Schwachsinn. Weil es sind bei bisherigen Terroranschlägen, wie zum Beispiel Amri, lagen Daten vor, hätte man Sachen schon wissen können, auch ohne Vorratsdatenspeicherung und auch ohne Staatstrojaner. Und hätte man die Informationen verwendet, hätte man genug Zeit gehabt, genug Personal gehabt, die sich um sowas kümmern, mit den vorhandenen Daten, mit den vorhandenen Gesetzen auch, was zuverlässig ist, mit denen das anzustellen, was man damit hätte anstellen können, hätten wir gar nicht mehr Befugnisse gebraucht. Und deswegen ist es alles auch Kurzschlussreaktion. Man will der Bevölkerung zeigen, wir tun was, wir handeln. Und dabei nimmt man die eigene Bevölkerung in Generalverdacht. Und das, finde ich, geht gar nicht. Bundestrojaner. Sollte der Staat unsere Chatverläufe mitlesen dürfen? Ja, der Bundestrojaner ist ja nichts anderes als quasi ein dauerhafter Live-Screenshot von meinem Handy oder von meinem Tablet oder Computer. Und das ist schon eine krasse Sache, weil es ist die eine Sache, Kommunikation zu überwachen. Also zum Beispiel, was es ja auch die Möglichkeit gibt, wenn ich beobachtet werde, weil ein Verdacht gegen mich vorliegt, dass Briefe von mir geöffnet werden sowas, dass quasi das Briefgeheimnis, Postgeheimnis aufgehoben wird. Aber wenn ich jetzt den Staatstrojaner, wie es so schön heißt, auf meinem Handy habe, dann kann ich nicht einfach nur als Staatsstaat sagen, ich schaue jetzt nur die Kommunikation an, sondern ich habe Zugriff auf alles und ich schaue bei allem zu. Ich schaue nicht nur zu, wie der Terrorist mit seinem Komplizen kommuniziert, sondern ich schaue auch zu, wie er seiner Freundin schreibt, ich schaue auch zu, was er sich einkauft, alles Mögliche. Und das finde ich, selbst ein Terrorist
hat eine Privatsphäre und ich weiß nicht, für, wenn man sich da durchliest, für in welchen Fällen das gedacht ist, dieses Gesetz, wo jetzt der Straftrojaner eingeführt wurde, das ist selbst in Fällen gedacht, wo die Mitwisserschaft oder die Möglichkeit der Mitwisserschaft da ist, zu irgendwelchen Delikten, die lang nichts mit Terrorismus zu tun haben. Es wird immer vorgehalten, ja, wir wollen damit Terrorismus verhindern. Aber es wird teilweise Beschaffungskriminalität, Drogenbeschaffungskriminalität, Mitwisserschaft dazu, wird darunter gefasst. Das heißt, wenn ich einen Kumpel habe, bei dem ich es nicht mehr weiß, aber der Staat denkt, ich wüsste es, dass er Drogen vertickt oder Drogen anbaut, dann hat der Staat die Befugnis, mich komplett und mein komplettes Privatleben komplett auszuspitzeln. Und das finde ich, das ist ein Unding. Und wenn man dann noch schaut, wie die Bundesregierung das durchgeboxt hat durch den Bundestag, spät abends und gar nicht mit eigenem Gesetz, gar nicht mit eigener Debatte, sondern einfach mal eine Woche vor Ende der Legislaturperiode, einfach mal schnell abends einen Änderungsantrag zu einem Gesetz, das Verkehrsdelikte und irgendwie bei Menschen, die bei Rot über die Ampel fahren und so, da Konsequenzen behandeln sollte, da noch so einen Änderungsantrag rangemacht, so, ja, und übrigens wollen wir noch den Staatstrojaner einführen. Und das ist ein Vorgehen, das ist abenteuerlich und das zeigt auch so ein bisschen, wie viel CDU, CSU und SPD von Grundrechten halten, und zwar gar nichts. Also Bürgerinnenrechte sind denen völlig egal. Überwachungskameras mit Gesichtserkennung. Dafür oder dagegen? Ja, das ist auch, also die Gesichtserkennungsgeschichte am Südkreuz ist auch wieder ein Musterbeispiel für Innenpolitik à la Thomas de Maizière und ein Musterbeispiel dafür, wie die Große Koalition mit Bürgerrechten umgeht. Da wurde Technik installiert, um von allen Passantinnen und Passanten quasi biometrische Daten zu erfassen. Das ist, wie wenn ich hinstehen würde und alle Menschen, die durchgehen, die Fingerabdrücke abnehmen würde. Und von, ich glaube, 300 Freiwilligen wurden die Daten auch gespeichert und verarbeitet und von ihnen Bewegungsprofil erstellt, wann sie wie wo waren und so. Und das sind mehrere Probleme bei. Einmal, diese 300 Freiwilligen wurden nicht ausreichend darüber informiert, was mit ihren Daten überhaupt passiert. Die haben sich darauf was eingelassen, was sie selber gar nicht wussten, was ein bisschen verantwortungslos ist. Aber was viel schlimmer ist, dazu, dass diese Technik da ist, sie muss ja erstmal von allen Menschen das erfassen, ob sie es speichert oder nicht. Es erfasst von allen Menschen, die am Bahnhof rumlaufen, erstmal die Gesichter. Und dazu gibt es rechtlich überhaupt gar keine Grundlage. Es gibt noch gar nicht die Basis dafür, dass der Staat sowas überhaupt ausprobieren darf. Und dann probiert man es einfach mal aus, um dann vielleicht mal ein Gesetz zu erlassen, es dann so zu machen. Und das ist auch wieder so ein Aktionismus. Kurz vor der Bundestagswahl schnell irgendwie ganz unsauber, schlampig durchgeprügelt, mal schnell was ausprobieren, um schöne Schlagzeilen zu haben, von wegen der CDU-Innenminister greift durch und macht schöne Projekte für die Sicherheit der Bevölkerung. Und dabei hat es mit Sicherheit gar nichts zu tun. Weil wenn ich mir anschaue, was bringt es mir, wenn ich eine Gesichtserkennung habe, um einen Terroranschlag zu verhindern? Das ist das Gleiche, wie wenn ich mir anschaue, was ist mit Amri in Berlin passiert. Man wusste, wer er ist, man wusste, was er getan hat, man wusste bereits, dass er gefährlich ist, aber man hat einfach verpennt, ihn weiter zu beobachten. Die Behörden haben nicht miteinander geredet. Und wenn jetzt das zuständige Amt, das am Südkreuz die Gesichtserkennung macht, eben ihre Erkenntnisse, die sie haben, nicht mit dem anderen Amt kommunizieren, was bringt denn die schöne Gesichtserkennung? Und deswegen ist es eine absurde Sache. Und eine Sache, die mir bei staatlicher Überwachung eigentlich immer am nächsten geht, ist, dass ich nicht verstehe, dass man in einem Staat, der schon zweimal ein krasser Überwachungsstaat war, einmal zu NS-Zeiten und einmal auch zu Zeiten der DDR, dass man daraus nicht lernt, dass es eben gar nicht geht, Bürgerinnen und Bürger so tief in die Privatsphäre einzudringen und sie zu überwachen, weil auch wenn wir jetzt ein demokratischer Staat sind, wenn ich solche Mittel und Möglichkeiten schaffe, ich muss immer die Angst haben,
dass eine Partei, die die demokratischen Grundsätze nicht teilt, zum Beispiel die AfD, an die Macht kommt. Und wenn ich jetzt einen Innenminister Gauland hätte und ihm diese Mittel zur Verfügung stünden, die die Demokraten ihm in die Hände gelegt haben, so, dann weiß ich nicht, was passiert. Und deswegen wäre ich sehr vorsichtig, auch als Demokratie, was ich für Mittel überhaupt erst schaffe, weil auch eine Demokratie kann auch immer den Falschen in die Hände fallen. Vorratsdatenspeicherung. Dafür oder dagegen? Ja, also die Vorratsdatenspeicherung ist eine absurde Sache, wenn ich mir das überlege, dass alle Verbindungsdaten, wann ich wen anrufe und wie lange, dort gespeichert werden sollen oder bereits gespeichert werden. Das ist denkt man sich oft, ja, ist harmlos, kann ja nichts bei passieren. Aber angenommen, ich rufe nachts um 3 meine Ex-Freundin an, 2, 3, 4 Mal, dann weiß der Staat ganz genau, was da passiert. Und ich finde es absurd zu sagen, nur wenn man Verbindungsdaten erhebt, kann man nicht nachvollziehen, was Menschen sich sagen wollen, in welchem Kontakt Menschen zueinander stehen. Wenn es eine Nummer gibt, die ich jeden Tag anrufe, ist wahrscheinlich auch klar, wer das ist. Und also es ist so absurd zu sagen, Verbindungsdaten sind harmlos, das Erheben von Verbindungsdaten sei harmlos. Und gleichzeitig der Erfolg davon, Terrorismus zu bekämpfen, nur weil ich Verbindungsdaten habe, ist gering. Aktuell liegen schon genug Informationen über die vor, die Terroranschläge geplant oder Terroranschläge verübt haben. Und dazu braucht man nicht noch mehr Befugnisse. Man müsste die aktuellen Gesetze erstmal nutzen, man müsste die aktuellen Institutionen, die man auch hat, erstmal nutzen, die müssten erstmal sinnvoll miteinander kommunizieren. Da könnte man sehr, sehr viel mehr verhindern und man sollte sich lieber auf die Gefährder spezialisieren und nicht darauf, alle zu überwachen, wenn alle verdächtigt sind. Diese Daten auszuwerten, da bräuchte man so viel Kapazitäten, die sollte man lieber darin stecken, die wirklich Gefährlichen zu überwachen und dort ranzugehen, statt einfach mal querbeet alle zu überwachen. Ist Deutschland gegen groß angelegte Hacker- und Cyberangriffe gewappnet? Ja, aktuell wird ja schon bei der Bundeswehr eine Cyber-Einheit eingerichtet. Ich weiß nicht, ob die Bundesregierung so einen Cyberangriff abwehren könnte. Bei allem, was ich so im Alltag von digitaler Kompetenz von Seiten der Regierung und von unserer öffentlichen Verwaltung kenne, habe ich leichte Zweifel, dass das gut ausgehen würde. Aber das sind natürlich Angelegenheiten, über die man so in der Öffentlichkeit nichts erfährt. Natürlich müsste da Geld investiert werden und reingesteckt werden, dass auf digitalen Wegen Deutschland auch sich verteidigen kann, dass die Bürgerinnen und Bürger des Landes geschützt sind gegen digitale Angriffe, auch gegen Angriffe von Ländern, die unsere Demokratie mit Absicht ins Wanken bringen wollen, zum Beispiel vor der Bundestagswahl, mit irgendwelchen Informationen, irgendwelchen Leaks, mit irgendwelchen Hacks Wählerinnen und Wähler beeinflussen wollen. Und da muss natürlich schon die Möglichkeit geschaffen werden, dass sowas nicht passiert. Ich erinnere nur an den Bundestagshack vor, ich glaube, jetzt 2 Jahren her. Man weiß bis heute nicht so richtig, wer dahinter steckt. Es gibt Vermutungen, aber es ist bis heute sehr unsicher. Und es ist bis heute auch unklar, wohin die Informationen geflossen sind. Und bis heute hat auch niemand sich dazu bekannt. Bis heute sind die Informationen nicht wieder rausgekommen. Und wer weiß, wann das geleakt wird. Und das finde ich Sachen, also dass das deutsche Parlament und die Mitarbeiterinnen dort nicht vor dem Cyberangriff geschützt waren und dass, als der aufgeflogen ist, erstmal niemand so richtig wusste, wie man damit umgehen sollte. Das ist schon ein Armutszeugnis für einen Bundesinnenminister, der für solche Geschichten eigentlich auch zuständig ist und der sich auch leider irgendwie anderen Projekten, ich sag nur Leitkultur, verschrieben hat, statt sich um die wahren Probleme zu kümmern. Internet mit Gigageschwindigkeit bis 2025. Lassen wir uns zu lange Zeit? Ich glaube, wenn man so in die Vergangenheit schaut, dann sieht man, dass das Netz immer wieder ausgebaut werden muss und dass man da jetzt nicht so krass in die Zukunft planen kann und sagen kann,
wir planen jetzt für die nächsten 20 Jahre. Wenn wir zurückschauen, vor 30, 35 Jahren wurde der erste Computer überhaupt erst ausgeliefert für den Privatgebrauch. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, das, was wir jetzt machen, reicht für die nächsten 30 Jahre. Aber man muss das tun, was jetzt notwendig ist. Und dazu ist Glasfaseranschluss überall in Deutschland schnellstens notwendig. Genauso wie 5G-Ausbau. Das heißt, das ganze Internet der Dinge, wenn wir aber auch die ganze Industrie 4.0-Geschichten, wenn in Unternehmen alle Maschinen miteinander kommunizieren sollen, dann brauchen wir nicht nur schnelleres Internet, sondern auch kleinere Reaktionszeiten, die aktuell gar nicht möglich sind mit der Technologie. Und das schaffen wir eben nur, wenn wir eben so weit ausbauen, dass wir fit sind fürs Gigabit-Zeitalter. Und dazu muss massiv ausgebaut werden. Zu wenig Hotspots in den Innenstädten. Woran scheitert es? Genau, ich finde, dass wir freies WLAN in allen Städten brauchen. Und zwar kostenlos zugänglich für alle Menschen. Und deswegen muss man da auch schauen, dass man rechtliche Hürden absenkt, also wenn es um so Sachen geht wie Haftung. Aber man muss auch die Zugänge so gestalten, dass es wirklich für alle zugänglich ist. Ein schönes Negativbeispiel finde ich das WLAN bei der Deutschen Bahn im ICE. Das ist so völlig absurd und so völlig an jegliche Realität vorbei. Zuerst gab es jahrelang kein WLAN im Zug. Und nur in der ersten Klasse, während andere Länder das schon längst hatten. Jetzt gibt es WLAN im Zug, alle freuen sich. Ich gehe in den Zug, logge mich ein. Das Erste, was ich sehe, ein Bildschirm, wo drauf steht, bitte nutzen Sie das zur Verfügung gestellte WLAN verantwortungsvoll und besuchen Sie keine Videoportale, keine Streamingdienste und laden Sie keine größeren Datenmengen runter. Nach 200 Megabyte wird Ihr Anschluss gedrosselt für die restliche Zugfahrt, wo ich denke, die haben das auch nicht verstanden mit dem Internet. Also Internet ist heute ja mehr als irgendwie eine Mail mit einem Word-Dokument rumzuschicken, sondern das Schöne im Internet ist ja, dass ich mir meine Serien dort anschauen kann oder dass ich die Musik auf Streamingdienst anhören kann oder dass ich eben eine Stunde auf YouTube rumhänge. Und wenn das nicht möglich ist, dann brauche ich oftmals auch kein Internet. Und deswegen, also WLAN zur Verfügung zu stellen, heißt auch vernünftiges WLAN in einer vernünftigen Geschwindigkeit und ohne irgendeine Drosselung nach 200 Megabyte oder so. Und ja, also wenn Städte nach und nach Wi-Fi zur Verfügung stellen, was ja einige machen, dann kann ich nur empfehlen, nehmt euch kein Vorbild an der Deutschen Bahn, die machen das vor, wie man es nicht machen sollte. Und was ich natürlich cool finde, ist, wenn es Initiativen gibt, gerade wie Freifunk, die freies Internet zur Verfügung stellen. Und sowas, finde ich, ist förderungswürdig, auch wenn Gemeinden anfangen, das zur Verfügung zu stellen. Ich finde, sowas darf auch nicht privatisiert werden, ausgelagert werden, dass irgendwelche Unternehmen, die dann Werbung dazwischen schalten, das Ganze machen, sondern ich finde, die Gemeinde, also quasi die Menschen, die in der Gemeinde leben, sollten das gemeinschaftlich finanzieren, damit alle Internet haben. Das finde ich, gehört zu so einem Solidarprinzip dazu, dass man sich Sachen gemeinsam finanziert und alles nutzen können. Handyempfang. Bald kommt 5G und manche Orte empfangen nicht mal 3G. Sollte der Staat handeln? Also die Politik ist in der Verantwortung, dass die Netze, sowohl Glasfaser als auch eben 5G-Netze, massiv ausgebaut werden. Das Ganze kostet auch Geld, aber ich finde, das ist Aufgabe der Politik, weil ich finde, das ist nicht Aufgabe von privaten Unternehmen, das auszubauen, weil die werden das ausbauen, was sich finanziell für sie lohnt. Großstädte, ein paar Verbindungen zwischen großen Metropolregionen, aber ländliche Gebiete fallen oft hinten runter. Und ich finde es auch keine Lösung, und das ist sowas, was die Bundesregierung sich gerade denkt. Die Unternehmen sollen erstmal machen und den kleinen Scheiß, der übrig bleibt, den machen wir. So, das ist doch, die Idee ist doch absurd. Die profitablen Sachen, die werden ausgelagert, da können sich die Unternehmen eine goldene Nase bei verdienen. Und die Sachen, die ein Draufzahlgeschäft sind, die muss dann der Staat, die müssen wir alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanzieren. Und das finde ich unfair, so es geht gar nicht. Deswegen finde ich, muss man da klare Zuständigkeiten haben. Und deswegen würde ich sagen, der Staat ist zuständig. Der Staat muss den Ausbau koordinieren und finanzieren und sollte für den Unternehmen das Geld eintreiben, dass die sich daran fair beteiligen. Und zwar nicht Rosinen picken, sondern die Unternehmen müssen, wenn sie das nutzen wollen, zahlen
an den Staat und die Netze sollten in staatlicher Hand sein. Eine Idee, die wir als Grüne Jugend auch mit beeinflusst hatten, als es darum ging, im Bundestagswahlprogramm der Grünen über Netzausbau zu reden. Ein grüner Vorschlag ist, die Aktien, die der Bund noch an der Deutschen Telekom hält, die zu verkaufen und den Gewinn zu nutzen. Weil aktuell kann der Bund, weil er eben kein Mehrheitseigner ist bei der Telekom, kann er keinen großen Einfluss darauf nehmen, was die Telekom tatsächlich macht. Und deswegen lieber das Geld nehmen aus den Telekom-Aktien und dieses Geld investieren, und zwar nicht das Tafelsilber verscherbeln. Das ist eine Sache, die wir überhaupt nicht wollen, weil wir wollen nicht, dass noch mehr privatisiert wird. Sondern dieses Geld nehmen und in eine staatliche, neu geschaffene, oder in dieses Geld nehmen und in eine staatliche Institution stecken, die die Netze betreibt. Netze ausbauen mit dem Geld, das man für die Telekom-Aktien bekommt, und die Netze in staatlicher Hand behalten. Und damit hätte man auch als Staat etwas in der Hand für die Zukunft und könnte dann die Netze, die Nutzung der Netze vermieten an die verschiedenen Anbieter. Und die könnten dann eben mit der Bereitstellung Geld verdienen, aber für die Netze, es gilt genau das gleiche für Strom, für Wasser, für Abwassernetze, für Straßen, für Eisenbahnschienen. Netze, da kann gar keine Konkurrenz stattfinden, müssen in staatlicher Hand bleiben und dürfen nicht privatisiert werden. Deine Meinung zum Thema Digitalisierung? Eine Sache, die ich total wichtig finde, ist, dass eine staatliche Behörde geschaffen wird, die Algorithmen überwacht. Weil Algorithmen beschreiben ja nur eine Handlungsanweisung und sind oft mega komplex und können von niemandem durchblickt werden. Und dabei kann es natürlich passieren, dass mit personenbezogenen Daten nicht sachgemäß umgegangen wird. Es kann aber auch passieren, dass Diskriminierung im Algorithmus eingebaut ist, manchmal auch unbeabsichtigt. Aber es kann sein, dass einfach im Algorithmus steht, dass Menschen mit Migrationshintergrund häufiger Straftaten begehen, weil das statistisch gesehen vielleicht so ist. Und dann wird automatisch darauf verwiesen, dass wenn du jetzt einen Migrationshintergrund hast, dass du mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Straftäter bist. Und sowas finde ich richtig krass und sowas geht nicht. Jetzt haben viele Unternehmen natürlich Algorithmen als ihr Geheimwissen, als ihr Geheimrezept. Das brauchen sie, das können sie nicht einfach offenlegen. Dann würde ich aber trotzdem sagen, der Staat muss das Recht haben, da reinzugucken. Das heißt, es muss eine Behörde geben, die den Zugang zu allen Algorithmen hat, die Unternehmen, die in Deutschland geschäftsmäßig unterwegs sind, haben. Und die sollten da quasi im Geheimen den Deckel öffnen können und reingucken können, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und im Zweifel eben auch Strafen erlassen und sagen, dass es so nicht geht. Und das ist eine Sache, die auf jeden Fall kommen muss, also so quasi ein zentrales Algorithmus-Überwachungsamt, das im Fokus hat. Und in die Richtung noch eine zweite Sache. Wenn Unternehmen, gerade Unternehmen aus der digitalen Welt, gegen Regeln verstoßen, dann kann es nicht sein, dass sie eine einmalige Strafe bekommen und einfach so weitermachen. Beispiel Facebook, die WhatsApp aufgekauft hatten und dann von der Europäischen Union eben wegen Kartellrecht, von wegen so ein großes Unternehmen kauft so ein anderes großes Unternehmen. Das geht nicht, ihr dürft das nur machen, wenn ihr nicht die Daten, die ihr über WhatsApp, also die personenbezogenen Daten über WhatsApp, nicht mit den Facebook-Profilen verknüpft und dadurch quasi noch mehr Wissen über eure Nutzerinnen habt. Nichts anderes hat natürlich Facebook mit dieser Übernahme beabsichtigt, weil nur dann lohnt es sich für sie. Also warum WhatsApp besitzen als Facebook? Natürlich, um die Daten zu haben. Facebook hat dann Brüssel versprochen, ja, machen wir nicht, auf keinen Fall. Ein paar Jahre später das Versprechen gebrochen. Und die Konsequenz, sie mussten irgendwie ein bisschen Geld Strafe zahlen. Ich weiß die Summe gerade nicht auswendig. Sie mussten Strafe zahlen und gut war. Und alle haben sich gefreut, dass Facebook endlich Strafe zahlen muss. Endlich bei Google. Die müssen sie endlich mal Strafe zahlen. Wo ich sage, ja, das ist schon okay. Aber wenn ich jetzt mein Auto im Halteverbot geparkt habe und ich Strafe zahle, darf ich deswegen nicht da stehen bleiben, sondern muss dann trotzdem das Auto rausfahren, sonst wird es abgeschleppt. Und sowas, solche Konsequenzen muss man eben auch bei digitalen Unternehmen anwenden,
dass wenn die was Verbotenes tun, dann können sie sich nicht freikaufen, sondern dann müssen sie eine Strafe zahlen und aufhören, das zu tun, was nicht rechtens ist. Ansonsten ist Schluss, also es geht nicht. Trump und Twitter, wie nutzt eure Partei Social Media? Ich glaube, es ist eine Frage, die hat mehrere Ebenen. Also einmal ist deutsche Politik zum Glück nicht so sehr personalisiert wie in anderen Ländern, wie in den USA. Das hat zum einen historische Gründe, weil in Deutschland ist auch so ein bisschen der charismatische Anführer ein bisschen schlecht weggekommen ist in der Geschichte. Zum anderen aber auch, weil allgemein weniger Personen im Mittelpunkt stehen und mit unserem Wahlsystem auch mehr Parteien eine Rolle spielen als jetzt direkt gewählte Persönlichkeiten. Eine andere Ebene ist sicher, dass Plattformen wie Twitter in Deutschland nie so richtig den Durchbruch geschafft haben. Wird zwar in vielen Communities viel genutzt und auch relativ viele Politikerinnen und Politiker oder Leute aus dem Journalismus sind da vertreten, aber so wirklich die breite Bevölkerung nutzt Twitter nicht. Ich weiß nicht, ich glaube 2% oder sowas ist die Zahl der Twitter-Nutzerinnen in Deutschland. Das ist echt wenig, wenn man das mit USA vergleicht. Deswegen, ich glaube, es hat mehrere Gründe, aber ich finde es auch nicht so schlimm. Also ich finde auch, dass Politik mehr Raum haben sollte, um auch ausführlich Sachen zu diskutieren. Mir sind schon die Talkshows, wo 6 Leute in 60 Minuten jeder irgendwie knapp 10 Minuten reden darf, ist mir schon zu verkürzt. Und das ist eigentlich nicht das, wie man Politik überhaupt erst erklären kann, wie man es verstehen kann, wenn alles so kurz zusammengedrängt ist. Ich finde schon auch, dass sehr viele Sachen sehr viel komplexer sind als 140 Zeichen und deswegen auch Erläuterungen bedarf. Wo kann man sich vor der Wahl über euch informieren? Im Netz, also sowohl auf der Homepage der Grünen als auch bei uns in der Grünen Jugend stehen die wichtigsten Punkte, für die wir stehen. Die Grünen haben gestern ihren Wahlspot rausgebracht, der ganz cool ist. Da steht auch so drin, was wichtig ist. Und dann gibt es ja last but not least bald den Wahlomaten von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo man nochmal seine eigene Meinung reinschreiben kann und ankreuzen kann und dann schauen kann, was bei rauskommt. Aber ganz ohne Quatsch, das Wahlprogramm reinzuschauen, ist immer eine wichtige Sache. Ich meine, das Wahlprogramm gibt es als PDF, da kann man einfach STRG F drücken und nach den Worten suchen, die einem wichtig sind. Und wenn die da halt nicht auftauchen, halt Pech gehabt, und wenn da was dazu steht, kann man sich das durchlesen, was dazu steht. Und vielleicht stehen da sinnvolle Sachen drin. Und ich glaube, wie gesagt, bei unserem sehr umfangreichen Programm von 250 Seiten sowas, steht zum einen oder anderen Thema was Interessantes drin. Auch einige Themen, die wir als Grüne Jugend reingebracht haben. Wir haben zum Beispiel die reduzierte Mehrwertsteuer für Reparaturdienstleistungen reingekriegt. Was wir aus Schweden als Beispiel geholt hatten, weil es irgendwie absurd ist, dass wir eigentlich mehr reparieren wollen, mehr langlebige Produkte haben wollen, und dann zahle ich, wenn ich mein Handy runterschmeiße, zahle ich 19% Mehrwertsteuer. Warum kann man da nicht einfach weniger dafür zahlen, um das zu fördern? Und solche Geschichten stehen da drin, also es ist gefüllt mit vielen sehr, sehr sinnvollen Ideen, wie man irgendwie die Zukunft gestalten könnte, und deswegen macht es schon auch Sinn, ab und zu mal reinzuschauen, was Parteien so sich denken, und ja, die Grünen denken sich auf jeden Fall eine ganze Menge gute Sachen. Danke für das Gespräch.